Recht herzlich willkommen zur 28. Folge von Europa Universalis 4. Wir sind wieder drinne und letztes Mal hatten wir überlegt, dass wir hier Savoyen eigentlich unterstützen könnten. Da wird belagert zurzeit von der Provence in diesem Fall und hier... ich sehe gerade, hier ist auch von... die Gegend gegen England vor, oder wie sehe ich das? Wer ist denn da gerade im Krieg mit denen? Im Krieg mit Provence, Lothringen, Ungarn, Savoy. Ja. Das können wir alles schön sehen hier. Ja. Das klappen wir besser wieder ein, ne? Das Auseinanderklappen ist immer schön, ne? Und wir könnten rein theoretisch ja jetzt hier... können wir damit Savoyen mit in den Krieg ziehen? Einflussaktionen. Beziehungen verbessern. Das können wir auf jeden Fall machen, ne? Weil wir haben ja noch ein Dingens frei. Was war mit Provence? Oh, 200. Ja, nee, dann wäre das mit der Savoyen. Na, lass erstmal laufen. Und vielleicht sollten wir gucken, was die Engländer sonst noch so auf dem Kerbholz haben, ne? Ein Krieg mit Provence. War der gegen Provence? Da unten muss auch irgendwo was sein. Marokko. Besetzt durch England. Aha, deswegen ist das wahrscheinlich dann auch aufgeflammt oder so. Wir sind definitiv Feinde. Das steht so oder so fest. England verbessert die Meinung, die Portugal von innen hat. So, was haben wir hier? Festung der Beziehung zu Portugal. Verbündet mit Britannien, Aragon und Portugal. Haben wir nachher wieder die Portugiesen hier auf dem Schirm, ne? Aber die sind hier unten ja auch beschäftigt. Aragorn ist hier. Wie steht Aragorn zu uns? Sehen wir uns als Feinde an. Ja, dann sollten wir vielleicht auch überlegen, in den Krieg einzuziehen. Wir haben eine Staatsehe mit England und Portugal, okay. Okay, das ist da droben. Ja, ich glaube, wir gehen mal mit den Engländern in den Krieg, oder? Wenn die da alle schon sind, sollten wir uns nicht da dran laben, oder? Irgendwie haben wir ja keine Leute hier, oder? Aber die hatten doch so viel. Ja, ist schon eine Weile her, ne? Komm, wir machen das. Dafür müssen wir ihn hier wieder da rausnehmen. Bündnisaktion, ne. Das müssen wir stoppen, um da den Krieg zu erklären. So, das machen wir dann auch, den Krieg da erklären. Ach so, wir müssen gerade warten, bis der wieder da ist. Wir haben zwar noch nicht gespielt, aber er ist schon auf jeden Fall da.
So, jetzt haben wir den wieder frei. Jetzt erklären wir England den Krieg. Jetzt gucken wir da mal rein. Nicht dazukommen, okay. Können wir auch nicht. Nein, ist da okay. Das geht nicht, wir können die nicht dazu nehmen, schade. Die sind schon im Krieg mit denen, deswegen geht das wahrscheinlich gar nicht, ne? Gut, dann erklären wir denen den Krieg. Und marschieren. Mit den 15 Truppen nach da. Und mit denen nach dort. Und auch nach dort. So, dann lassen wir mal laufen und gucken, was passiert. Wir haben hier noch 7 Transportschiffe. Ah, die stehen da auch gut, dann lassen wir die da und dann gucken wir zu, dass wir notfalls da übersetzen mal. Die machen wir mal zu einer Einheit, oder? Geht jetzt noch nicht, die müssen erst beide da sein wahrscheinlich, ne? Dann geht das. Oh, da kommen die englischen Schiffe. Okay. Da oben geht's los. Was steht hier denn dran, ne? Eine Blockade haben sie gemacht, okay. Ja, die ziehen da noch hin, das passt noch. Britannia blockiert da und England blockiert da. So. Und dann können wir die jetzt vereinen. Das läuft auf jeden Fall dann da, oder? Besatzung von Calais. Schön. Und da unten sind wir mit 14 Truppen. Auch gut. Ich schaue das eigentlich mit anderen Dingen aus. Können wir noch nicht. Wir sind im Krieg mit England, Leicester, Aragon und Portugal. Okay. Das haben wir gerade so geschafft. Und das da unten haben wir auch geschafft. Wunderbar. Unsere Schiffe kommen da wahrscheinlich jetzt nicht weg, weil die hier blockiert werden, ne? Lothringen, wo kommen die denn her? Aragon ist da mit seinen Truppen. Das heißt, ich ziehe mal die anderen da runter. Weil Aragon ist ja auch im Krieg mit uns sozusagen. Unsere Häfen werden blockiert, okay. Komm schon. Ah, die sind im Vorhang, oder? Vorhang ist ein Vasall von uns. Dann marschieren wir doch da mal rein.
So. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie da hinkriegen. 14:10, 14:09, okay. Okay. Nachschub kommt von oben. Die sind da oben schön drin, Savoy. Ja, geht doch. Da kommt Nachschub. Aber den schicken wir schon mal dahin. Wäre schön, wenn wir da noch was holen, ne? Oder? Gewonnen. Okay. Ziehen wir aber gleich hinterher. Aha, die haben schon kapituliert. Interessant. Dann geht's da gleich weiter, ne? Okay. Das sieht ja gut aus, oder? Ja. Was passiert hier oben? Ungarn ist auch da. Keine Ahnung, was die hier oben machen. Die Engländer sind auf jeden Fall weg. Okay, die Provinz wird auch von uns kontrolliert. Gleich weiter, Girona. Sieht ja eigentlich gut aus. Aragon haben wir auch genommen. So, jetzt geht's noch in die letzte Provinz von Aragon. Ach, da unten sind auch noch welche. Interessant. Naja, hier ist noch unentdecktes Land. Das müssten wir erst entdecken, aber dafür brauchen wir einen Entdecker. Haben wir so einen? Ich glaube, hier gibt es keinen, ne? Der Händler. Nee, nicht so wirklich, ne? So, da oben fahren die Engländer. Die blockieren da oben gerade die Häfen. So, gut. Das heißt, wir nehmen mal die und bringen die hier hin. Nee, die nicht. Die sollten da bleiben. Die wollte ich haben. So. Sollte man da oben hinfahren und das Land mitnehmen? Ah, hier oben ist natürlich schon hart, ne? Mit Burgen gegen Schottland. Tja. Die ziehen weiter. Hier unten wird noch gekämpft. Haben die sich verbessert? Die waren eben dort mit 12 nur unterwegs, ne? Die füllen sich auf. Okay, dann kommen die aus dem Kernland und füllen nach. Auch schön, ne?
So. Unsere Truppe ist da. Verschiffen, wie ging das denn noch? Ist das jetzt der richtige? Da. Mhm. So. Kriege ich die denn da jetzt drauf oder nicht? Die gehen da gar nicht alle drauf wahrscheinlich, ne? Ne, dann bleibt hier mal besser. Da kommen wir ja auch nicht ran vorbei unbedingt, ne? Obwohl, das sind nur drei, ja, aber da sind Kriegsschiffe wahrscheinlich und wir haben ja nur Transportschiffe, die können auch nicht kämpfen. Das können wir dann auch knicken. Also wenn, dann müssten wir hier oben hin. Ich gehe mal da erstmal hin, ne? Einfach so. Hier unten muss es noch zu Ende gehen, aber da ist eine Festung, deswegen klappt das nicht so gut, ne? Was wir machen können, ist eher nach da gehen, ne? Jetzt ist die schon im Nachbarland gewesen, die Truppe, da sieht man's. Na, egal. Prozent steht da und wenn wir das haben, müssten wir vielleicht 10% geschafft haben. Und das wäre ja schon super, wenn wir mindestens zwei von den Ländereien wiederkriegen würden, ne? Gut, aber ich würde mal sagen, das, was da jetzt passiert, das machen wir alles in der nächsten Runde. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.